Seit 1997 gibt es in Österreich das Gewaltschutzgesetz, was ein für alle Mal klargemacht hat, dass Gewalt in der Familie und Gewalt gegen Frauen keine Privatangelegenheit ist, sondern ein gesamtgesellschaftliches, strukturelles Problem darstellt. In meiner Forschung dreht sich alles um die dolmetschgestützte Beratung in Gewaltschutzzentren für nichtdeutschsprachige Gewaltbetroffene. Expertinnen betonen immer wieder, dass in der Beratung von Migrantinnen und nichtdeutschsprachigen Gewaltbetroffenen sehr viel Übersetzungsarbeit notwendig ist. Und dazu benötigt man Dolmetscherinnen, um sprachliche Barrieren abzubauen und somit den Zugang zum Recht auf ein gewaltfreies Leben für alle in Österreich lebenden Menschen zu ermöglichen. Es stellt sich jedoch die Frage, was sind die Herausforderungen, Risiken, aber auch Vorteile in der Zusammenarbeit mit Dolmetscherinnen? Welche Rolle spielt Vertrauen in der Kooperation? Oder was sind die Besonderheiten des Dolmetschens von geschlechtsspezifischer Gewalt? Das sind einige der Fragen, die mich beschäftigen, und um auf diese Antworten zu finden, führe ich Interviews, Gruppendiskussionen und mache eine Umfrage mit Dolmetscherinnen, Gewaltschutzberaterinnen und Expertinnen. Mein Forschungsalltag ist sehr vielseitig. Neben meinem Dissertationsprojekt unterrichte ich auch am Zentrum für Translationswissenschaft Dialogdolmetschen, wo ich gemeinsam mit Studierenden realitätsnahe Dolmetschsituationen inszeniere, um sie somit auf den sehr abwechslungsreichen und anspruchsvollen Alltag einer Dolmetscherin vorzubereiten. Zusätzlich bin ich noch in einem Forschungsprojekt involviert, wo wir versuchen, das Dolmetschen in Flüchtlingstransitzonen wissenschaftlich zu begleiten. Für einen erfolgreichen Forschungsalltag ist die Zusammenarbeit im Team unabdingbar. Mit einem positiven Teamgeist ist es uns möglich, an sehr sensible und potenziell belastende Themen uns heranzuwagen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Gewalt an Frauen ist ein Thema, das in Österreich besonders in den letzten 2 Jahren stark politisiert wurde. Man merkt das an den zahlreichen Berichterstattungen und der medialen Aufmerksamkeit, die dem Thema zukommt. Und mein Ziel ist es, aufzuzeigen, dass ein inklusiver Gewaltschutz die professionelle Zusammenarbeit mit Dolmetscherinnen bedingt. Das wissenschaftliche Arbeiten hat mich schon immer interessiert, besonders die Forschung im Bereich des Kommunaldolmetschens. Dahingehend fühle ich mich an der Uni Wien sehr gut aufgehoben.